Hallo, herzlich willkommen, Andreas Thienbacher, Personaltrainer aus Karlsruhe. Zum Thema bedarfsgerechte Ernährung. Was ist eine bedarfsgerechte Ernährung? Eine bedarfsgerechte Ernährung ist, dass man Rücksicht drauf nimmt, welche Person habe ich vor mir, was hat die Person an genetischem Stoffwechsel mitgebracht oder auch an anerzogenem Stoffwechsel, wo ist das Trainingsziel? Wie oft geht die Person in der Woche ins Studio? Was für ein Berufsbild hat diese Person? Das sind alles Parameter, die natürlich immer bei einer Energieberechnung mit einfließen sollte. Es gibt natürlich wunderschöne Formeln. Das sind natürlich pauschale Formeln, recht pauschale Formeln. Die können stimmen, die müssen aber nicht stimmen, weil sie den individuellen Stoffwechseltyp in der Regel nicht erfassen können. Der gute Personal Trainer und der gute Ernährungsberater gibt in der Regel einmal eine Grundlinie vor, wo es hingehen sollte. Und die kleinen, feinen Parameter, die kann man dann mit Abstimmung des Personal Trainers, indem man natürlich regelmäßig hier eine Verlaufskontrolle einberaumt, kann man es abstimmen, um eben immer näher an sein Ziel zu kommen, um immer genauer seine Energie zu berechnen. Grundsätzlich ist natürlich eine bedarfsgerechte Ernährung auch in dem Sinne, dass man nach einer gewissen Zeit, wenn man schon etwas länger mit der Thematik zu tun hat, natürlich auch schon etwas sicher ist in der Thematik, dass man natürlich auch auf den individuellen Tag reagiert. Ich gebe mal ein ganz einfaches Beispiel, und zwar, wenn ich morgens mit dem Auto aus der Garage losfahre und ich habe exakt die gleiche Strecke wie sonst, exakt die gleiche Durchschnittsgeschwindigkeit, habe ich natürlich genau auf den 0, was weiß ich was den Verbrauch berechnen. Bin ich jetzt als Mensch morgens hellwach und sage, hurra, der Tag beginnt, ich begebe mich in meinen Beruf und mein Beruf ist nicht so, dass ich morgens um 8 schon weiß, was ich um 12.30 Uhr mache, sondern es sind einfach unterschiedliche Tagesabläufe, unterschiedliche Belastungen, wie körperlich, wie natürlich auch psychisch, das heißt auch ein Büromensch, der den ganzen Tag Telefonate führen muss, weil die Kunden im Moment schlecht drauf sind, weil draußen die Sonne nicht scheint, was auch immer, der hat natürlich einen wesentlich größeren mentalen Stress oder eben ein Arbeiter, der an einem Tag zum Beispiel zusätzlich eine Lieferung, was weiß ich, er ist Handwerker, bekommt Platten, bekommt Beton, bekommt Material geliefert, muss zusätzlich 2 Stunden körperlich arbeiten. Darauf kann man natürlich auch bedarfsgerecht reagieren, indem man natürlich in dem Moment etwas mehr Energielieferanten zuführt wie den anderen Tagen. Darauf reagiert man eben auf die äußeren Gegebenheiten. Ihr kennt es sicherlich, dass natürlich viele einfach einen pauschalen Wert raushauen und sagen, so, du brauchst 2700 Kalorien. So, was mache ich jetzt mit den 2700 Kalorien, wenn ich eigentlich gar nicht weiß, aus was sich die 2700 Kalorien zusammensetzen? Die können sich aus 20% Fetten, aus 25% Protein, Restanteil an Kohlenhydraten zusammensetzen. Das kann eigentlich genauso andersrum sein, das weiß man ja so nicht. Diese Aussage wird in der Regel von den wenigsten getroffen und somit macht diese Aussage auch relativ wenig Sinn. In meiner Beratung habe ich sehr oft Kunden, die haben, was die Kalorienzahl anbetrifft, laut des Ernährungsprotokolls, das sie 3 Tage führen müssen, sicherlich keine Überzufuhr an Nährstoffen, sondern eigentlich zum Teil sogar viele, weil sie sich keine Zeit zum Essen nehmen, haben eine Unterzufuhr. Das heißt, die essen eigentlich weniger Kalorien, wie sie tatsächlich benötigen. Und dazu natürlich noch in einem Verhältnis, das natürlich oft in den meisten Fällen die Energielieferanten in Form von Kohlenhydraten völlig überwiegen. Das Protein kommt bei vielen zu kurz und auch die gesunden Fette, überhaupt Fette, nicht nur gesunde Fette, sondern eben alle Fette, kommen bei ihnen zu kurz und der Überhang liegt immer im Bereich der Energielieferanten in Form von sehr zuckerlastigen Kohlenhydraten, auch mit hoher glykämischer Last. Die werden auf einmal umgestellt in ein anderes prozentuales Verhältnis und siehe da, 4, 5 Wochen später kommen sie zu mir und sagen, es gibt es ja gar nicht, ich habe natürlich wesentlich mehr gegessen und habe tatsächlich abgenommen. Wie geht das? Ganz einfach, weil die Nährstoffgewichtung, die man natürlich ganz anders prozentuale Verhältnisse einzelnen Makronährstoffen haben wir geändert, Ballaststoffanteil war höher, somit hat der Körper eigentlich netto eben nicht so viele Energielieferanten bekommen und dazu war der Blutzuckerspiegel im relativ im gleichbleibenden Bereich, in der unteren Ebene und schon hat es funktioniert, dass sie Gewicht abgenommen haben. So habe ich meine Erfahrung gesammelt in den letzten 20, 25 Jahren. Es gibt natürlich auch Menschen, die können essen, was sie wollen und erreichen auch so ihr Ziel, aber das ist halt eben mal ein ganz kleiner Anteil der Bevölkerung und von dem kleinen Anteil kann man nicht auf alle anderen schließen. Deswegen mein Tipp an euch,
Bedarfsgerechte Ernährung ist manchmal gar nicht so schwer. Man muss einfach ein bisschen Geduld mitbringen und natürlich auch ein bisschen Fleiß und ein bisschen Disziplin. Und schon hat man natürlich innerhalb von relativ kurzer Zeit ein recht gutes Ergebnis, nicht nur optisch, sondern auch was die Gesundheit anbetrifft. Das war's, Andreas Riedenbacher, Personal Trainer aus Karlsruhe. Deine Fitness, deine bedarfsgerechte Ernährung, meine Aufgabe.